Ich grüße euch, ihr Wunderbaren. Ja, wie das viele schon hier bemerkt haben, ist es ja so hier. Ich hatte ja damals angefangen, was heißt angefangen? Ich würde eher sagen weitergemacht. Ich war ja schon lange hier dabei, hier oder in YouTube, ja, mit FreiTV. Und habe eine Art, ja, nennen wir das mal Selbstfindung. Selbstfindung praktiziert. Praktiziert heißt gelebt. Ja, war in ganz, ganz vielen Konzepten, die angeboten werden, drin, in denen ich mich dann teilweise wohlgefühlt habe, aber teilweise eben auch nicht. Das heißt, ich habe dann immer gemerkt, hier stimmt doch was nicht, wieso geht es mir hier nicht so gut? Und dann bin ich wieder raus. So, zack, stand schon das nächste Konzept parat, dann bin ich da rein. Und da kam, also man muss dazu sagen, dann kamen dann noch immer ganz viele Leute, die sich gemeldet haben, ja, und das ist es. Und dann glaubst du oder denkst du, weil Denken ist eh ist verkehrt, das ist es, dann machst du da mit und merkst aber trotzdem dieses innere Gefühl, nee, stimmt da was nicht, nee, das fühlt sich nicht gut an, aber viele sehen das jetzt als das und das und dann zweifelst du und dann zweifeln in der Selbstliebe hat es nichts verloren, aber auf dem Weg dahin sind diese Zweifel ganz wichtig gewesen, weil dein Gefühl ja was anderes gesagt hat. Ja? Wenn du diese Zweifel nicht gehabt hättest, oder in dem Fall ich, wäre ich da drinnen geblieben in diesen Konzepten. Ja? Und das gibt, da gibt es ja Tausende. Ja? Gerade in der spirituellen Welt gibt es sehr viele Konzepte. Und dann, irgendwann war ich dann mit Arwen bei Jesus und Maria und was wir da alles gemacht haben, bis ich dann auch gemerkt habe, gerade in dieser Zeit sind so viele komische Dinge passiert, ja. Aber eigentlich war das alles super, weil es hat mir meine Ängste aufgezeigt. So. Und bis ich dann soweit war, also so wie jetzt in der letzten Zeit, und spiegel den Menschen ihre Ängste, die ich durchlebe, weil die jeder Mensch hat, und schaue sie mir genau an. Das heißt, ich gucke dahin, was triggert mich noch? Was ärgert mich? Was schockiert mich? Und. Und gehe da ganz tief rein. Und den Menschen das zu zeigen, ist doch klar, dass die alle hier rausgehen, weil sie diese Angst haben. Sie werden niemals von ihrem Herzen hier rausgehen, sondern von den Triggern, die ich hier setze oder wir setzen. Ja? Weil das genau diese Punkte sind, die sich jeder Mensch anschauen sollte. Ich weiß, dass jeder Mensch seinen Weg hat, aber diese Punkte, die es betrifft, sind so gut wie bei allen gleich. Warum ist das so? Weil wir eigentlich alle dasselbe gelernt haben und waren aber nie damit einverstanden, haben das einfach akzeptiert. So, und wenn du dann über den Tellerrand rausschaust und guckst da mal genauer hin und dann merkst du auf einmal, boah, scheiße, das macht mir Angst oder boah, das will ich nicht sehen und so und tust das dann ohne Emotionen, dann merkst du, für was es denn wirklich da ist. Und das ist das, was ich ein sehr großer Teil der Menschen gar nicht anschauen möchte, weil sie sagen, nee, damit habe ich nichts zu tun. Nee, wir haben damit nichts zu tun, aber indirekt schon, weil das alles, was hier ist, ist mit durch uns entstanden und entsteht weiterhin durch Ängste, bleibt das am Leben, bleibt das aufrecht. So, wie sagte ich das oder sagten wir das mit der Energie? Energie folgt der Aufmerksamkeit. Da, wo du hinschaust, das muss da bleiben, weil es dein Wille ist. Du guckst ja dahin und willst dir das angucken. So. Wenn du das dir aber wirklich anschaust, ohne Emotionen und siehst dahinter und für was es da ist, dann bist du dankbar, dass es da ist und kommst dann zu einem Punkt, wo du sagst, ich benötige das nicht mehr, ich lasse das jetzt in Liebe gehen. Und das befreit dich. Das heißt, alles, was wir erlebt haben, vor allen Dingen in der Kindheit, hat damit zu tun. Weil das so tief sitzt, diese, ja, das sind schon kleine Traumata, das kann man so nennen, ja. Aber diese abzulegen, rauszuschmeißen, das tut den meisten schwer, weil der Mensch, vor allem der deutsche Mensch, ist darauf getrimmt, Probleme zu haben. Probleme zu haben und darüber zu reden. Das heißt, die Menschen möchten Probleme, weil sie glauben, sie haben sonst gar nichts mehr, was sie reden können.
Ja, oder sie glauben, Probleme sind da, die gar nicht lösbar sind oder das kommt immer wieder. Das hat ja mit einem selbst zu tun. Ja, wichtig ist zu erkennen, dass es keine Probleme gibt und sich das, was da gerade ist, anschaut und es als Illusion erkennt. Ich weiß, wie das Ego dann funktioniert. Das sagt dann, ja, das kannst du mir doch nicht sagen. Das ist doch da. Ich sehe es doch jeden Tag. Ja, klar. Ich sage das immer wieder, weil das so tief ist. Weil du immer wieder auf dieses scheinbar Negative deinen Fokus richtest. Wie kannst du dann in deiner Mitte sein? Wie kannst du dann in der Liebe sein? Das muss mir jemand erklären. Das geht nämlich nicht. Weil du ja den Blick auf das, was scheinbar negativ ist, hast. Ja? Die zwei letzten Sprachnachrichten oben drauf, die sind aus einem Film. Ja? Aus zwei verschiedenen Filmen. Und gerade da findet man so viel Wahrheit. Ich sagte ja damals schon, wenn in einem Buch ein Satz war, der sich bei mir eingeprägt hat, wo ich sage, das ist Wahrheit, hat sich das Buch gelohnt. Und ebenso ist das bei Filmen. Ja? Da sind Dialoge dabei manchmal, da schlagerst du mit den Ohren, die entstehen ja auch nicht zufällig. Die sind genau für uns so gemacht, bis man sie erkennt. Aber wenn man sich jetzt beispielsweise einen Horrorfilm anschaut, ja, und geht dann mit einer gewissen Voreinstellung da rein, ja, das gruselt mich, aber ich traue mich jetzt mal oder ich möchte mich heute mal gruseln, dann hat das natürlich einen anderen Effekt. Wenn du das aber objektiv dir einfach anschaust, was ist die Information in diesem Film? Dann kommen diese Sätze natürlich, das waren jetzt nur zwei von ganz vielen, ja. Und dann weißt du, warum gewisse Dinge geschehen, weil die Menschen daran glauben. Und deswegen wird in der ersten Sprachnachricht explizit gesagt, da geht es um einen Priester, irgendjemand fragt diesen Priester, was ist, wenn es anders ist? Ja. Dazu. Und wenn sich die Menschen, denen sie helfen, einfach nur irren? Ja, manchmal ist das sicher so. Aber sie machen trotzdem weiter. Wieso nicht? Ein Gebet hat noch niemandem geschadet. Sie sind also zufrieden, dass die an etwas glauben, was vielleicht gar nicht wahr ist? Ja, warum nicht? Und woran glauben Sie? Ich glaube, die Menschen belügen sich lieber selbst, als der Wahrheit ins Gesicht zu sehen. Ah, die Wahrheit, ja. Gewissheit. Und genau diese Frage, was ist, wenn alles ganz anders ist, ist ja eine Frage, die du hier in der Öffentlichkeit gar nicht stellen darfst. Der Name Luzifer stammt vom lateinischen Ausdruck Lucem Ferre, der Bringer des Lichts. Der Teufel scheint sein Licht in die tiefsten und dunkelsten Ecken ihres Verstandes. Er enthüllt jedes verborgene Geheimnis, ihren größten Schmerz. Er verwendet diesen Schmerz, um in ihre Seele einzudringen. Ja, weil die öffentliche Meinung nicht angezweifelt werden darf. Wenn du das aber tust, für dich selber, und merkst auf einmal, was denn wirklich ist, dann bist du dir selber so dankbar. Du bist dir so, so dankbar dafür, dass du das jetzt erkannt hast. Wir mussten das so erfahren. Wir mussten das erfahren, weil wir es anders gar nicht gemerkt hätten. Ja? Wenn du das nie erfahren hättest, wie würdest du das wissen, wenn jetzt, sage ich mal, ich dir davon erzähle? In dem Moment, wo ich davon erzähle, kommen natürlich Trigger hoch. Ja? Wenn du das aber nie erfahren hättest, würde jeder denken, was erzählt er denn da? Was sowieso die meisten denken. Denken, wie gesagt. Fühlen ist was anderes. Aber diese Illusion zu durchleben und zu merken, dass dann wirklich alles Liebe ist, das ist das Hauptmerkmal bei den meisten, was nicht so aufploppen möchte. Und wisst ihr, was der Hauptgrund ist, warum alle Menschen so sind und hier fluchtartig weggehen? Das sind nicht wir. Wir spiegeln das nur. Wir gehen in die tiefsten, wollen wir sagen, der Seele? Wir gehen in die tiefsten Urtraumas, die wir haben, ich sage jetzt nur mal diesem Leben, ja, haben. Und das ist natürlich etwas, was sich die meisten gar nicht anschauen möchten, weil sie das verdrängen. Und verdrängen ist ja nicht rausschmeißen. Okay? Und ich bin jetzt drauf gekommen, woran das liegt. Ich sag mal jetzt mein Jahrgang und die meisten hier sind so 40 plus, ja? Es ist nur eins. Fehlende, wahre Mutterliebe, die wir alle nicht bekommen haben. Es gibt natürlich viele Menschen, die hier sagen, ja, ich bin toll aufgewachsen, ich hatte ein gutes Elternhaus. Ganz ehrlich, fragt euch mal selber, durftet ihr so sein,
wie ihr wirklich sein wolltet, oder wolltet ihr auch euren Eltern gefallen? Ja, damit ihr Lob bekommt. Ja, weil ein Kind lebt vom Lob. Ein Kind braucht Lob. Ja, ein Kind fragt von klein auf, ist das schön? Habe ich das schön gemalt? Habe ich das schön gebastelt? Oder? Jetzt ist die Frage wirklich, habt ihr das nur gemacht oder haben wir das nur gemacht, um Lob zu bekommen oder wegen etwas anderem? Ich mache hier unseren Eltern überhaupt keinen Vorwurf. Ja, das war alles in Ordnung, so wie es war. Nur ist es so, wenn die Mutter nicht diese Stärke hat für ihre Kinder, ich sage jetzt bewusst nur die Mutter, ja, dann ist doch klar, dass die Kinder auch anders werden. Weil sie ihrer Mutter vor allem vertrauen. Und wenn du dann deinen Weg gehst und gehst ihn so, wie die Mutter das gesagt hat, obwohl dein Gefühl was anderes sagt, fühlst du dich zwar gut, aber nicht wohl. Ja, also das ist schwer zu beschreiben. Wenn du das durchziehst für dich, sage ich mal als bewusster Vater oder Mutter, jetzt bringe ich die Väter extra mit rein, dann würdest du deinen Kindern alles vergeben, verzeihen, was sie jemals gemacht haben, angeblich, oder was sie tun da, oder sagen wir mal so, die Frage stellt sich für dich gar nicht, was tun sie da gerade, sondern du weißt, dass alles in Ordnung ist, weil es ihr Weg ist. Und wenn du dann zu 100% hinter denen stehst, egal was sie tun, das ist wahre Liebe, ja? Weil du kennst ja den wahren Kern deiner Kinder, so wie von jedem anderen Menschen auch. Also, was tust du? Du liebst sie einfach. Weil es ist wurscht egal, was sie tun. Jeder darf seine Erfahrungen machen. Und jeder wird früher oder später an den Punkt ankommen, wo er weiß, das schadet mir. Und da habe ich mir wohlgefallen. Das tut mir eher gut. Ja? Es liegt an uns Eltern vor allem, wie es den Kindern geht. Weil sie spiegeln uns nonstop. Nicht umgedreht. Und wir haben ein paar Anfragen oder was, wo es heißt, ich komme mit meinen Kindern nicht klar und die Noten in der Schule und so, das ist doch alles vollkommen wurscht. Wenn ich mein Kind liebe, was in der Schule wird das Kind nach Noten bewertet. Das hat aber auch einen Grund. Ja? Das ist ganz wichtig in dem System. Das ist ganz wichtig. Aber was hat denn Mutter- oder Vaterliebe damit zu tun, wie ein Kind ist? Wenn ich ein Kind, ich rede jetzt nur von den Kindern, nicht von Partnern oder so, wenn ich das bedingungslos liebe, hat das nichts mit irgendwas im Außen zu tun, überhaupt nichts. Sondern das ist dieses innere Gefühl dazu, was du zu deinen Kindern hast. Und das liegt bei vielen noch im Argen, weil sie von sich selber ablenken und projizieren das auf die Kinder. Es ist eigentlich ganz einfach. Und ohne fehlende Selbstliebe wirst du das Ding nicht gewuppt bekommen. Und es geht weiterhin um nichts anderes, wie dich selbst zu lieben. Und in die dunkelsten Kammern deiner Erfahrung zu gehen, ich will das gar nicht Seele sagen, deine Erfahrung zu gehen, die du hier gemacht hast, ist das Wichtigste überhaupt, dass du das auflöst dann und nicht mehr als das siehst, was du früher gesehen hast. Oh, das hat mir nicht gut getan. Oh, das war böse. Oh, ich wurde da geschlagen oder so. Das spielt heute keine Rolle mehr. Ja? Das war ein kurzer Abschnitt im Leben, der scheinbar nicht so gut war, aber heute weißt du, warum das passiert ist. Aber jeder hat diesen eigenen Weg vor sich. Oder bei sich. Nur die meisten möchten das nicht und sagen, ja gut, das gehört nicht zu mir, damit habe ich nichts mehr zu tun. Damit ist es aber nicht aufgelöst. Du willst es ja loswerden. Das heißt, du musst es rausschmeißen und dann, früher oder später, denkst du gar nicht mehr daran, weil vorher war das ja nur ein Denken daran, weil du dich da so rein versteift hast, nenne ich es mal. Aber das tust du jetzt nicht mehr. Und dann lebst du im Jetzt. Und im Jetzt leben heißt, das, was da war, spielt keine Rolle mehr. Aber das können ganz viele Menschen eben nicht, weil sie glauben, das gehört zu ihnen. Ja, das war meine Erfahrung. Ja, natürlich war das deine Erfahrung. Aber brauchst du sie noch? Benötigst du sie noch für deine Selbstliebe? Ich sage ganz klar nein. Also nochmal, ich habe das zwar explizit gesagt, fehlende Mutterliebe. Ja? Weil wir dürfen nicht vergessen, unser Jahrgang beispielsweise war so,
dass die Mütter zu Hause waren mit den Kindern und im Haushalt und alles und Familie, was dazugehört. Und die waren damit überfordert. Der Mann war meistens arbeiten. Später, so sagen wir mal in den 80ern, ging das dann los, dass die Frau auch arbeiten musste. Das heißt, die Kinder hatten überhaupt keine richtige Bindung mehr zu den Eltern, weil sie auch diese Probleme von der Arbeit mit nach Hause gebracht haben und sich dann selber gestritten haben. Und die Erziehung und der Haushalt, wer macht hier was? Das ist alles ein Chaos geworden, ja. In Liebe gearbeitet haben ja die wenigsten, ja. Oder dieses Abschalten, so Arbeit zu Ende, ich gehe jetzt nach Hause und freue mich auf meine Familie. Das sagen viele, aber wenn ich dann sehe oder wir gesehen haben, wie es auch bei uns war, was dann da abging, hast du dich doch nicht gefreut. Du hast dich gefreut auf was, was aber gar nicht existiert hat. Dieses wahre, schöne Familienleben. Das mag sein, dass es bei einigen das gegeben hat. Aber ich sage nochmal, erinnert euch bitte mal, ob ihr wirklich so sein konntet, wie ihr wirklich sein wolltet. Oder habt ihr vieles zurückgehalten, um anderen zu gefallen? Das ist ganz wichtig. Und egal, wer wie heute auch noch was sagt, seid, wie ihr seid, sonst seid ihr nicht authentisch. Und wenn ihr nicht authentisch seid, seid ihr nicht in der Wahrheit. Und in der Wahrheit ist es so, dass jede Selbstlüge dich umbringt. Das ist der Tod. Nur ohne Selbstlügen kannst du ewig leben, weil die da nichts mehr verloren hat. Da haben sehr viele Menschen, auch sehr viele Menschen, viel zu tun. Aber was nichts Schlimmes ist, du kannst ja ab heute dein Leben ändern. Nur, die meisten möchten es nicht. Sie haben natürlich auch keinen Spiegel, der ihnen das zeigt. Sprich, in einem Menschen, der ihn oder sie versteht. Wenn du das nicht hast, wird es schwer, weil du dann auf die Suche gehst. Du gehst in Videos suchen oder stellst Bekannten irgendwelche Fragen, die sie gar nicht beantworten können oder die sagen ihre Meinung dazu. Meinung gibt es ja Millionen. Es geht um die Wahrheit. Für jeden selber. Und die ist bei jedem gleich. Nur bei dem einen oder anderen noch viel mehr verschüttet. Ja, da liegt ein Stein, da liegen ganz viele Schichten auf dem Herzen, die noch abgetragen werden dürfen. Und wenn das nicht passiert und man so weiterlebt, wird man sterben. Weil man eine Lüge lebt, nicht dahinschauen möchte. Das mag zwar manchmal schmerzhaft sein, scheinbar, oder wehtun, aber was daraus resultiert, das ist die Wahrheit. Und jeder weiß eigentlich die Wahrheit, nur sie verdrängen sie mit dem, was wir gelernt haben. Also, was ist jetzt richtig? Das zu leben, was ich wirklich weiß und wirklich an das ich glaube. Glaube heißt, dieses Wissen verstärkt sich im Glauben so stark, dass mir keiner mehr da reinreden kann. Und im normalen Leben haben das ja auch viele, dass sie das, an das sie immer geglaubt haben, so weiterführen. Aber wenn man genau hinschaut, sieht man doch genau, dass es zum Chaos führt, zu Krankheiten, zu Problemen, zu Ärger. Also kann das doch nicht die Wahrheit sein, weil wenn du in der Wahrheit lebst, für dich, mit allen Konsequenzen, die dazugehören, was wichtig ist, die dir gespiegelt werden, wenn du das tust, wirst du immer mehr, nennen wir das mal, rein werden. Und das ist das, wo es hier hapert. Und das ist auch das, was die Menschen nicht hören wollen. Und genau deswegen sage ich das. Wir tun das immer, immer wieder, bis der Mensch sich selbst erkennt. Also das, was er wirklich ist und das, was hier sein Auftrag ist, nehmen wir das mal Auftrag. Ja? Seine Berufung zu leben, für diese Wahrheit zu stehen und nicht für irgendwas, was man irgendwo gehört hat, was scheinbar die Wahrheit ist und das ich übernommen habe. Das ist nicht meine Wahrheit. Es gibt da viele Dinge, die gleichen, ja, die gleichen sich. Aber die meisten, das hörst du dann, sagen Dinge, die sie von anderen gehört haben und sagen, das ist so. Dann können sie das nicht fühlen. Und wenn du das nicht fühlen kannst, dann glaubst du aus dem Verstand, dass das die Wahrheit ist. Es ist aber nicht so. Und ganz viele Menschen, die sagen, sie sind in der Selbstliebe, sagen das genau so. Und wir können sofort dementieren und können sagen, das ist nicht Selbstliebe, was du da lebst. Weil sie auch über bestimmte Dinge nicht sprechen möchten. Das heißt, wir reden über alles. Da gibt es keine Heimlichkeiten. Und viele sagen ja, das ist ja ganz normal eigentlich. Sag das dem nicht, tu das nicht, behalt das für dich. Warum denn? In der Wahrheit gibt es sowas nicht. Warum tun das alle? Weil sie Angst vor Reaktionen haben, wenn sie Wahrheiten sagen.
Und deswegen werden wir auch gerne gedisst. Das macht aber nichts. Früher oder später werden Sie sehen, ob das wahr ist, was wir hier sagen, oder eben nicht. Und ich bin mir sicher, dass immer mehr ins Fühlen kommen, was wir hier sagen. Jeder muss es selber machen. Ja, es gibt ja auch so in der spirituellen Szene so eine Leitschnur. Es gibt keinen Muss und es gibt keinen, der die Wahrheit hat. Das lassen wir jetzt mal so dahingestellt sein. Also ich sehe als ein Muss schon, wenn du dich selbst anschauen musst. Weil es tun andere schon. Nur du musst aber auch merken, dass sie es für dich tun. Sie tun es nur rein für dich, damit du dich erkennst. Die meisten wissen gar nicht, was sie da sagen, sondern sie resonieren in dem Moment mit dieser Schwingung, in der du bist. Und dementsprechend reagieren sie auf dich. Ja? Also sagen sie es dir. Was du damit anfängst, ist eine andere Sache. Und jedes Mal, wenn dann der Diskutiermodus angeht oder du dagegen gehst, merkst du, du kannst gar nicht in der Liebe sein, weil die Liebe diskutiert nicht. Die Liebe hört zu, die Liebe fühlt und weiß dann, was zu tun ist. Und da wir alle Liebe sind, spielt es gar keine Rolle, ob ich das jetzt sage, der Hans-Peter, die Petra oder wer auch immer, das spielt gar keine Rolle. Die Wahrheit bleibt die Wahrheit. Und ihr seid doch alle auf der Suche nach der Wahrheit. Aber ihr müsst bei euch anfangen. Habt ihr die Wahrheit oder glaubt ihr, sie zu haben? Lebt ihr die Wahrheit oder glaubt ihr, die Wahrheit zu leben? Hasst ihr das System oder liebt ihr das System? Liebt ihr alle Menschen oder liebt ihr nur einen Teil von denen? Liebt ihr alles, was ist, oder liebt ihr nur bestimmte Dinge, weil ihr bestimmte Dinge nicht anschauen möchtet, weil sie euch Angst machen? Und alleine das schon, wenn es euch Angst macht. Die logische Konsequenz daraus ist, dass ihr nicht in der Liebe seid. Weil in der Liebe gibt es ja keine Angst. Alles ist zwar aus Liebe entstanden, aber nur, dass wir uns selber erkennen. Und das ist nun mal das Ding von jedem Einzelnen hier. Und ob Ihnen das gefällt, was ich oder wir hier sagen, das spielt überhaupt keine Rolle. Es geht um die Wahrheit, die jeder möchte. Aber wenn die Wahrheit dann da ist, die möchten Sie nicht hören. Sie möchten etwas hören, was Ihnen den Arsch pudert, den Bauch pinselt, ja, und Ihnen gut zuredet. Das möchten Sie. Aber die Wahrheit, die kommt nun mal hart und direkt. Und trotzdem, das ist Liebe. Das ist Nächstenliebe. Nächstenliebe bedeutet, ich rede nicht um den heißen Brei, sondern ich sage dir direkt, was ich sehe. Und das ist auch gar nicht schwer, das zu erkennen. Aber das erkennst du erst in der Selbstliebe. Vorher sind das Vermutungen. Oder vielleicht könnte es das sein oder das, guck mal da, was wir so gelernt haben. Nee, ist es nicht. Und das ist eine Kunst, die aber eigentlich jeder drauf hat, wenn er den Weg straight geht. Also liegt es auch an jedem Einzelnen, ob er das tut. Wie lange das dauert, spielt keine Rolle, weil wir ewig sind. Es geht jetzt darum, sich hier in dem Körper für ewig und immer manifestieren, das sind auch wieder so Wörter, zu sein. Und dann anfangen, seine wahre Schöpferkraft, ja, seine wahre Schöpferkraft zu integrieren oder zu leben. Im Moment sind es gesprochene Worte vor allem und die Gedanken, die man hat, ja, und ob man die benötigt. Und dann schauen wir doch, ob jemand Taten folgen lässt. An den Taten wird man sie erkennen. Und wenn dann Menschen da sind wie wir und sprechen solche Dinge aus, werden sie gedäst. Warum? Weil das der größte Trigger fürs Ego überhaupt ist. Ist doch klar. Und wenn du dann noch weißt, dass wir hier niemanden anbeten müssen, keinen imaginären Gott, der hier nur für Chaos gesorgt hat und Mord und Totschlag verursacht hat und eine völlig, völlig falsche Religion verursacht, in egal welche, die nur demütig sein soll und gebückt hat, voller Angst sein soll, dass ich irgendwas falsch mache. Wenn du in der Wahrheit lebst, weißt du, was, nennen wir es mal in Anführungsstrichen, was falsch und was richtig ist. Dann weißt du das und dann lebst du danach und dein Leben wird viel ruhiger. Wenn das nicht so wäre, dann wäre es ja nicht die Wahrheit. Weil dann wäre das Leben noch laut und voller Probleme und schlimm und Angriffe und was weiß ich alles, ja. Und diese Dämonen, ja, wo ich auch glaubte, dass das bei anderen so ist, diese Dämonen sind eigentlich unterdrückte Scham- und Schuldgefühle in uns. Das sind Dämonen, die sich verstärken, umso weiter man das verdrängt und umso weiter man
man das auf andere projiziert. Dieses Thema ist sehr weitreichend, ja. Aber ich wollte es jetzt mal etwas kürzer halten, damit das jeder für sich versteht. Wie viel das hören, spielt überhaupt keine Rolle. Ihr müsst das fühlen. Ja? Das ist das einzigste Ziel des Lebens. Oder sagen wir mal das erste Ziel. Dass sich jeder Mensch selbst erkennt, welch wunderbar göttlicher Mensch er ist. Was er in sich trägt. Die Wahrheit trägt jeder Mensch in sich. Aber wenn sie mit Lügen gedeckelt sind, kann sich die Wahrheit nicht zeigen. Und ich möchte auch nicht, dass irgendjemand jetzt seine Mutter oder so, dass er böse ist darüber, warum das so war. Es war alles in Ordnung so. Ja? Es ging nicht besser. Jeder hat sein Bestes gegeben, auf welche Art auch immer. Kommt natürlich auch an, wie stark jemand im Ego war. Trotzdem, in der Ewigkeit spielt das keine Rolle. Aber es liegt ja an jedem selbst, was er daraus macht. Ein guter Mensch zu sein, heißt nicht, zu jedem nett zu sein. Das heißt es nicht. Sondern die Wahrheit zu sagen. Nicht jemand was aufdrängen, sondern zu wissen, dass es in jedem inne ist und zu wissen, dass jeder diese Aufgabe hat, sich selbst zu erkennen. Und dazu dienen wir uns alle gegenseitig. Deswegen gibt es auch hier niemanden, den wir verurteilen sollen. Niemanden, keinen einzigen Menschen oder keine einzige Aktion oder irgendwas, was in der Welt ist, was wir verurteilen. Sondern einfach schauen, warum macht das das mit uns? Ach, deswegen. Dann ist das ja wunderbar, was da passiert. So, und jetzt drehen wir das Ding um. Die Liebe hat schon längst Einzug erhalten. Hier, schon längst, sonst wären wir nicht hier, wo wir jetzt gerade sind. Aber man muss es bei sich selbst erkennen. Das mag dauern, dieser Weg, aber die Zeit spielt, wie gesagt, keine Rolle. Aber ohne das geht es eben nicht. Selbsterkenntnis ist der Weg zur Heilung. Und wenn da noch was unklar sein soll, wo man hinguckt, dafür sind andere Menschen da, so wie auch wir. Dann sollte man diese Menschen aufsuchen, um vielleicht den letzten Impuls für sich zu bekommen. Und dann steht ihr auf eigenen Beinen. In der Wahrheit der Liebe. Und genau so wird das Video heißen, die Wahrheit der Liebe. Früher oder später wird sie jeden erreichen. Wie lange es dauert, liegt an jedem selber, aber schaffen werden es alle. Und damit verabschiede ich mich und sage es ganz, ganz deutlich, ich liebe euch. Tschüss. You.